Oh, ein Melonenkern. Den werde ich noch brauchen. So, wie viele Kühe habe ich dann noch? Eine kleine Kuh. Wisst ihr was? Heidi Witzka. Oh, jetzt habe ich aber hier so ein bisschen viel weggenommen, wa? So, sammel. Ja, was da? Die Baumfarben betrifft, die muss ich auch nochmal entweder abholzen, obwohl ich im Moment ja auch gar kein Holz brauche. So muss man es ja auch mal sehen. Sind die Sounds ein bisschen laut oder sowas? Kann ich gerade nicht einschätzen. Aber die dürften ziemlich laut sein in der Aufnahme. Gerade da. Ich mach's mal ein bisschen runter. Ja, auf 9, 10%, ja. Das ist, ansonsten ist das ja gehirnschädigend. Nicht, dass ich schon gehirnschädigt wäre. Nicht, dass ich noch nicht gehirn... Boah, siehst du, da geht's schon los. Bilden Sie einen einfachen deutschen Satz. So, Leder. 3 Leder. Passt doch. Genau, 5 Bücher. Toll. Jetzt brauche ich Holz. Aber ich habe ja eine Holzkiste. Mit einem Crafting Table. Crafting Table. Irgendwie ist das voll praktisch, wenn man dann direkt daneben immer so ein Crafting Table hat. Mach ich. Klack. Klack. Zack. 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 So, besser. Und dann kannst du... Holz. Genau. So und so. Habe ich immer noch 2 Bücher wieder. Scheiße. So, jetzt erstmal wieder aussortieren. Mich hier wieder aussortieren. Einmal das Bücherregal wegstellen. Boah, vielleicht finde ich ja bald mal ein Dorf mit Bücherei, ey. Das wäre auch gut. So, Computer. Würde ich mal sagen, kommt in die Modkiste. So wie ich sie nennen würde, weil... Hier und hier drin sind ganz viele Mod-Sachen. Disklaufwerk und sowas, ne? So, Kartoffeln. Das kommt auch meistens in die Nährstoffkiste. Kartoffeln. Möhren. Aha, Zuckerrohr. Habe ich ja nicht so viel. So. Redstone-Verstärker. Kommen da unten rein. So, Lampen, Redstone. Eichenholz kommt hier hinten hin. Steinhacke hier hin. 2 Stöcke aus. Kann ich behalten. So, dann kann hier in das noch rein. Das hier kann in die Mordkiste. Das hier kann in den Ofen. So, was habe ich hier noch? Behutsamkeit, das kommt in die Verzauberungs- und Baukiste. Genauso wie die Bücher selbst und die Redstone-Lampen und die Eimer. Die Hebel, Papier würde ich sagen. Lapis. Rindfleisch hier. Turkey da oben hin. So. Muss dies. So, dann hier noch das rein. Und das. Das kommt in die Disk-Ecke. Ein Feuerzeug. Hä, lol. Achso, ich bin in die Wand gelaufen, okay. So, Zäune würde ich mal grob schätzen. Komm hier hinten rein. Ein Schraubenschlüssel würde ich auch mal sagen. Kommt in die Modkiste. Löhnchen, kommt hier hinten nochmal rein. Kies hier rein. Und Erde, oh Gott, Erde habe ich voll. Nee, doch nicht. So, Druckplatten. Ja, die kommen dahin. So, Fisch. Kommt dahin.
Eichensetzling kommt dahin. Das hier kommt unter Werkzeuge. Das hier packe ich auch mal hier unten rein. So. Hui. Endlich mal wieder ein bisschen leerer, ey. So, was kann ich denn jetzt noch machen? Zwei Eisen habe ich schon gebraten jetzt. So, ich bin hier wieder. Alter. Ernsthaft, ich benutze so wenig, weil ich immer so ein bisschen... guck mal, ich habe Diamanten, krass viel, Gold mittlerweile auch richtig krass, Pilze, wenig Gutes, Pilzsuppen auch, Papier, oder Obsidian, so Knochen. Habe ich... Ja, da wäre mir so ein Wolf mal ganz lieb, wa? Muss ich mal gucken. So... Oh, 26 kann ich schon verzaubern. Alter, da fehlen mir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Huh, 9 mal 3 sind... Was sind 9 mal 3? 9 mal 3 sind... 27. 27 Leder. Wenn eine Kuh 3 Leder abgibt, 2 Leder... Wenn ich 27 Dingens brauche, dann brauche ich noch eine ganz schöne Menge. Kann ich eigentlich TNT zerlegen? Zu Sand und Dingens? Ne? Das wäre mal was Kluges, wenn du TNT in dein Inventar packst und dann kriegst du da wenigstens Schwarzpulver oder so jetzt wieder raus. Schwarzpulver habe ich ja hier noch. Oh Leute, soll ich mal so eine kleine Rakete machen? Oh ja, aber Farbe. Lapis Lazuli oder Kaktusgrün. Lapis. Und was ist denn da? Glowstone-Staub. Ist ganz cool. So, und pass auf, jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. So, ne? Und dann hat er einen Effekt. So, dann nehmen wir noch Papier und packen das in der Mitte. Packen diesen Ball da oben drauf. So, und jetzt finde ich, dass Nacht dafür ganz angemessen ist. Toll! 100. Folge, Leute, ich sag's euch. Alter. Da will ich so krass was vorbereiten. Ich weiß zwar noch nicht was und wie und warum, aber da werde ich mir dann schon was einfallen lassen. 100 Folgen! Ich meine, oh Gott. Ich meine, 100 Folgen! 100! Das sind 2 Nullen. Ich dachte so 50 oder so. Jetzt nehme ich gerade wahrscheinlich so 73. 74. auf oder so. Hallo. Hallöle. Und anfangs boah, war ich auch noch, und dann war das Geflacker und 9 FPS und im Moment ist ja Modbug und ich werde mal hier komisch mit, also ich glaube, dass das dass mit den Tieren, dass hier keine Tiere mehr rumgehen, ist glaube ich der Global komischen Dingens Mod. Hier, aber ich finde. Also wie gesagt, ich krieg bald, also ich hole mir zum August hin einen neuen PC, dann hatte ich auch Geburtstag. Und vorher gibt's schon ein Real-Life-Video, jo. Also das wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nach der 100. Folge Minecraft. Ach so! Oh, da mache ich noch ein... Ah. Gut, dass mir das jetzt einfällt, weil...
Ansonsten hätte ich es wahrscheinlich vergessen. Oh, das wird ein wichtiges Video. Alles bepflanzt. So, 22 Weizen. Davon kann ich ja schon mal Kühe machen. Kuh. Kuh. Kuh und Kuh machen. Die machen nicht mehr, die machen Mu, aber. Oh, 17 Levels. Das ist schon eine Menge. So, jetzt habe ich so viel Eier. So viel Eier. Was mache ich denn mit den ganzen Dingern? Erstmal schlafen. Ja, mit den Eiern gehe ich jetzt schlafen. Das ist ganz schön, dann hat man am nächsten Tag immer ein gebratenes Ei. So. Ja. Oh! Schlag. Hui. Oh mein Gott. Die produzieren ja richtig. Sehr richtige Produzierhühner. Aber finde ich cool, dass das hier funktioniert. So. So. Ja, jetzt erst mal durch das Pflasterstein. Und dann werden sie wie der Sause Wind beschleunigt. Toll, ne? Ganz einfach nachzubauen. Bigcraft, also ich glaube, ich mache vielleicht gleich sogar schon ein kleines Tutorial über den Mod installiert. Ja, ich weiß nicht, also ich habe jetzt hier so einen riesigen leeren Raum, aber den nutze ich gar nicht. Ich habe auch gar nicht so viel Lust dazu irgendwie und so. Wollen wir mal was Trauriges sehen? Vor allem, warum habe ich den Punkt immer noch gespeichert? Das ist doch mal was voll Trauriges. Tja, das ist eigentlich voll die geile Uhr und so, aber... Du Hansohn! So. Ich glaube, das baue ich jetzt alles ab. Aber ich weiß nicht, weil das ist ja dann voll der Cheated und so, ne? Bringt mir vor allem nichts, weil ich sogar noch 23 Repeate habe, aber ich brauche gar keine. So. Remove. Hühner Farm. Remove. Na cool, dass einem das angezeigt wird. Warum ist eigentlich das immer noch das Zuhause? Ich gehe mal kurz in Creative, um mir meine Welt nochmal anzugucken. Och. Auch 100 Folgen. Nicht wenig geschafft. Es sind ja noch nicht mal 100 Folgen, aber ich bereite mich die ganze Zeit schon darauf vor. Weil ich so viel Freude daran habe. Ich meine, 100... Alter. 100 fucking Folgen. Aber ich kann auch keinen Gast hier auf den Server nehmen, weil die ganzen Mods online gar nicht funktionieren. Die funktionieren nur in 147. Warte mal. So. Nee. Exit, ja, so. Zu, hau. Zu. Hause. So, und jetzt M.
Waypoint zu Hause. Lager und weiteres. Okay. Da. Survival. Aber ist auch Hammer, ne? Ich habe keine Monster an und nichts und trotzdem 17 Level. Obwohl ich schon oft gestorben bin. So, Liebesbäumchen. Alter, die muss ich alle mal. Aber ich bin froh, dass ich damals noch auf die Glowstoven gekommen bin. Wäre cool, war jetzt den Wüstentempel so zu sehen. Oder Peter, ich meine Hans Wurst. Hätte ich ja sogar noch eine Chance. Oh, aber ne, was das für eine riesige Plattform hier ist. Selbst Yoshi sieht man nicht. Ja, aber du. Oh, ich mag das ja, ne? Irgendwo hochzuschweben oder so und mich dann ins Wasser fallen zu lassen. Das mache ich das jetzt nicht in Real Life, weil das Schweben wird schwierig. Aber Sechser oder, also wir haben einen Fünfer, das ist aber eigentlich ein Sechser, weil da, das ist ein Natursee und da ist so viel Wasser verdunstet, dass das mittlerweile ein Sechser ist. Seit 10 Jahren oder so ist das schon ein Sechser und das ist so geil. Und Spaß, dann steht man da oben, das ist so ein schönes trübes Wasser, das heißt man sieht nichts. Also du siehst nicht, ob da Boden ist oder ob da... Keine Ahnung. Man hat dann immer so ein bisschen Schiss auch. Nee, ich glaube, das nehme ich alles nochmal auf, ey. Und dann kommt auch bald ein Real-Life-Video. Ich weiß nicht, ob ich einen Livestream mache, aber das kann ich alles erst machen, wenn ich einen guten PC habe, weil ansonsten wird das nichts. Ich habe schon mehrmals einen Livestream versucht, aber... geht nicht, weil dann ruckelt das und das will auch kein Mensch. War doch nicht ein ruckelnden Livestream, oder? Das also dann warte ich lieber noch die paar, nicht, das sind ja nicht mal, also ist ja jetzt Juni und dann kommt also in einem Monat, 2 Monaten. Ist ja auch schon fertig. Ach so, hatte ich euch den Seed zum Wüstentempel erklärt? Ah, das kann ich euch alles noch erklären. Und zur 100. Folge wird diese Map hier auch runterladbar sein. Mit Punkt Minecraft und sowas, dass man die auch schön zocken kann. Dann zeige ich euch noch, wie ihr mich zum euer zu euch machen können. Also vorher lege ich dann die ganze Rüstung in Kisten und sowas. Und guck dann, wie ich das mit den Level. Ich kann euch nur sagen, ja, das werde ich euch dann aber auch nochmal in einem Tutorial zeigen. Dass ihr in der Punkt Minecraft dann einen bestimmten Namen ändern müsst. In der Welt von. Oh. Schon 2 Kinders. Gezeugt. So. Oh, Jump'n'Run, der besten. Oh Gott. Du bist hier aber auch. Du kriegst die Dinger echt hineingeschmissen, ey. Ich meine, in der 1.6 ist das ja das G. 1.2.6. 1.5.2, so, nicht in der 1.5. 1.2.6. Oh, das war's. Oh, damals die erste Version, die ich gezockt habe. Auch die älteste Version, die ich gezockt habe, die 1.5.6er. Oh, das war mal eine geile. Oh. Die 1.2.5er so. 1.2.5. Gott, ey, und dann die mit Texture Pack und Mods hatte ich noch nie drin und dann, oh Gott, das war so cool immer. Und dann hatte Laurenz, mit dem ich ja im Moment auch Multiplayer mache. Und der auch die Hunger Games aufnimmt.
Der hatte da PC-Verbot irgendwie 3 Wochen, 6 Wochen lang oder so, wie er die Mutter übertreibt, richtig. Und dann hatte er halt PC-Verbot und dann kam er immer zu mir und dann haben wir das gemeinsam gezockt und er hat mir gezeigt, damals die Uhr, die erste Uhr und eine Steinmaschine und sowas. Das war immer richtig cool. Oh, toll, jetzt bin ich hier drin, das ist ja super. Ernsthaft, da hab ich nur Ellenstein dabei. Södle. Söhle. So, hier war ich eindeutig schon. War ich da unten auch? Ja, ne? Ich glaube, war ja, aber hier war ich noch nicht. Glaube ich nicht. Oder ich war hier und habe die Falken wieder mitgenommen. Aber da ich das nie tue. Oh cool, hier ist ein Kreis. Und hier. Oh, das sieht mir nach einem großen Lavasee oder von mir gut ausgeleuchtet aus. Gut ausgeleuchtet. Ach, sieh an! Okay, hier kann ich nicht, oder? Ja, ich weiß nicht, was das für ein Bug ist in meiner Welt hier. Also das... Aua! Nicht raus. Oh mein Gott. So, ja, brenn dich aus. Komm. Yep. Ja, ich leide gerade. Ist gut. Ich probiere mich im Moment auch an Cinema 4D und mache das schon mit kleinen Filmchen und all so eine Scherze. Also ich versuche schon so ein bisschen, aber ich habe halt nicht alle Zeit der Welt. Und wie gesagt, dazu gibt es dann noch ein Infovideo. Das müsste dann aber eigentlich auch relativ groß bei mir direkt ganz oben auf dem Kanal sein. Weil, ja. Ne. Ich weiß auch nicht, wie ich das Infovideo mache, ob ich währenddessen mal was mache, irgendwie ein Spiel spiele oder sowas. Irgendwie Papas Burger oder sowas zocke. Oh Manu, ich verwurstelle hier mich hier. Ich will doch gar nicht. Ich will sowieso gar nicht in die Höhle hier rein. Ich mag Höhlen nicht. Weil dann verirrt man sich. Okay. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Oh, schon wieder 16 Essen gemacht. Ich glaube dann. Ja, jetzt wird sowieso Nacht. Das ist ein Zeichen aufzuhören. Hier noch eben das Zeug rein. Und dann gibt's im Heierbett. So. Ja, ja. So, und damit bis zur nächsten Folge. Tschüss!